So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen und ihr kennt doch sicherlich die Big City Pizza von Original Wagner. Da gibt es so viele verschiedene Sorten, glaube ich. Mir sind jetzt erstmal drei aufgefallen, denn gestartet hat alles bei mir mit der Big City Pizza Budapest. Ihr wisst, Budapest, der Hotspot für Pokémon Go gewesen, bevor er dann von Zaragoza abgelöst wurde. Beziehungsweise Budapest hat damals auch natürlich Paris, die Mall in Paris abgelöst. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, man kann Pizza-Orte mit Pokémon vergleichen, denn wir hatten die Pizza Budapest, die war sehr gut, mit Pepperoni-Salami drauf. Beim letzten Mal hatten wir die Pizza Big City Pizza Rom mit Pepperoni-Salami drauf, keine Ahnung, dann habe ich aus Spaß gesagt. Auf der dritten, wir haben noch die Pizza Sydney, da ist bestimmt Pepperoni-Salami drauf, ist jetzt nicht. Wir haben die hier, so sieht die jetzt aus, Sydney. Hat hier so einen gelben Flatschen. Und was ist auf der Pizza Sydney alles drauf? Wir können sie uns hier nochmal angucken. Pizza Sydney mit Chicken, Grilled Peppers und Barbecue-Soße. Also eine Hähnchen-Pizza mit gegrillten, was ist Grilled Peppers? Mit gegrillten Paprika. Mit gegrillten Paprika und mit Barbecue-Soße. Big City Pizza Sydney. Und Sydney an sich ist ja trotzdem auch ein Hotspot. Findet man so zumindest in der Ipogo-Liste. Ich frage mich, wann kommt die erste Pizza Zaragoza raus von Wagner? Die müssen mal mit Pokémon Go kooperieren. Da ist dann immer auf der Pizza hier so einen Scan-Code drauf. Und wenn du den scannst, dann kriegst du einfach so 10 Pokebälle oder so gratis. Ist aber Quatsch, wenn die das außen auf die Pizza machen. Müssten die das in die Innenseite der Schachtel machen. Also wenn ihr die Schachtel aufmacht, habt ihr einen Barcode drin, wo ihr Pokebälle kriegt oder Beleber oder sonst was. Einfach nur so als kleinen Gag. Und wo die zusammen, da müsst ihr ja Niantic mit Ipogo, mit Wagner zusammenarbeiten, eine Koalition gründen. Das fände ich aber richtig genial. Dann die Leute on. Wo bist du heute den C-Day spielen? Ach, ich bin in San Francisco. Und was gibt's zu essen? Natürlich San Francisco, Big City Pizza. Oder ein anderer sagt, ich esse gerade Sydney, aber ich bin in Spanien. Da traue ich mich was, ne? Sagen die dann so. Das wäre doch auf jeden Fall eine coole Sache. Einfach von jedem Hotspot, den es gibt, da gibt's dann irgendwann auch die Pizza Alcatraz. Die ist auf jeden Fall richtig heftig. Die würde ich essen. Wenn du die isst, dann, wenn du die auspackst und warm machst, kommen schon zwei Wärter, stellen sich neben dich und gucken zu, wie du isst. Das ist Pizza Alcatraz. Einfach, du hast da zwei Wärter neben dir, die aufpassen, was du da machst. Auch wenn du nur Pizza isst. Jetzt packen wir die hier erstmal aus. Stellen das mal kurz da so hin. Zeigen das nochmal so. Big City Pizza. Woo, im gefrorenen Zustand. Und das ist natürlich wieder das Ding. Ich weiß jetzt schon, der Boden wird wieder schwarz, während es innen noch halb gefroren ist. Bedankt euch beim Ofen. Ofen, du bist der Beste. Die machen wir jetzt erstmal fix warm und melden uns gleich zurück, wenn wir die essen, wie die schmeckt. Beziehungsweise zerkleinerte Schältomaten. Ne, warte mal, wir brauchen das. Da steht doch immer so ein, so eine andere. Ne, steht nicht. Egal. Und übrigens gibt es hier ein Augmented Reality Game. Ne, beim anderen, bei Rom, habt ihr so einen Filter bekommen mit einem Hut. Hier habt ihr ein Augmented Reality Game mit einem Känguru auf einem Surf den Sydney Harbor, so lange du kannst. Komme, was wolle. Du hast also hier ein Känguru. Ein Känguru auf einem Surfbrett und musst da irgendwie, hast du so ein Minispiel, also ganz verrückt auf jeden Fall. Können sie auch Pokémon reinmachen, ne? So, die Pizza ist jetzt fertig, ne? Guck, so sieht die aus. Ah, die ist auch am Start. Der hat sich schon da irgendwie was runtergemaust und hat es gerade gefressen. Ich glaube, das war so ein Stück Hähnchen oder irgendwie. Jetzt hängt der Rest auf dem Kühlschrank fest. Wie gesagt, so sieht die jetzt aus. Ach Mann, okay, lass mich in Ruhe. Kann man das nicht irgendwie hinbasteln, dass man das so. Hier der Karton so. Zack! Big Pizza Sydney. Wunderbar, so sieht das aus. Und es ist, wie schon gesagt, der Boden fängt schon wieder an hier schwarz zu werden, dunkel zu werden. Und oben sieht es aus, als wäre der Käse gerade frisch aufgetaut, aber nicht, als wäre der schön zerlaufen und wäre lecker. Die Pizza ist außen jetzt heiß.
und innen eben noch kalt. Und das ist immer, wenn ich sie in meinem Ofen mache. Und das Gute ist, die werden ja sowieso immer, habe ich ja alles erzählt, ist alles egal. Echt Wagner, 100% Chicken Breast. Jetzt wollen wir die aber mal probieren. Wir nehmen gleich mal das Stück hier, wo ein Breast drauf liegt vorne. Seht ihr das Breast? Das ist das Breast hier. Das hat der Adi, glaube ich, wahrscheinlich von dem anderen Stück hinten runter genascht. Das ist kalt. Hat auf jeden Fall eine extrem süßliche Note. Chicken Grilled Peppers und Barbecue Soße. Barbecue Soße sehe ich eigentlich überhaupt nicht. Ich dachte, Barbecue Soße ist sowieso immer braun bzw. dunkler so. Das sieht einfach alles aus wie Tomatensoße und schmeckt irgendwie so ein bisschen wie Sweet Chili, aber nicht wie Barbecue Soße. Ja, egal. Wir probieren mal hinten am Rand ein bisschen. Gerade am Rand ist es eigentlich dann wärmer als beim Belag, weil der Rand, das ist ja, der Rand, der ist ja immer gleich durch. Aber der Belag ist immer noch gefroren. Also, der Boden ist auf jeden Fall knusprig hinten. Das muss man eben lassen. In dem Fall ist der Boden gerade das Beste an der Pizza. Wenn ihr euch durch die restlichen Zutaten durchbeißt, merkt ihr aber trotzdem eigentlich einen schönen würzigen Geschmack, einen süßlichen Geschmack. Diese Paprika, die drauf sind, diese Soße, die ihr nicht seht, aber irgendwas merkt. Also es schmeckt komplett anders als die Rom und als die Budapest, das muss man sagen. Ist ja auch keine Peperoni-Salami drauf. Hühnchen sowieso immer eine feine Sache. Also wenn ihr so einen Ofen habt wie ich, dann kauft euch auch mal so eine Pizza und nehmt die dann mit zu einem Freund und macht die bei dem im Ofen, da freut er sich bestimmt. Als Dank darf er auch dieses Spiel spielen, was dabei ist, dieses Augmented Reality Spiel, wo er mit einem Känguru auf dem Wasser rumsurft. Na, das könnt ihr ja machen. An sich schmeckt, ist anders als die anderen. Ich finde die eigentlich richtig genial. Es gibt so viele Big City Pizza Pizzen. Lasst uns alle mal dafür unterschreiben. Wir wollen eine Pizza Saragossa. Ja, die muss rein mit einem Scan hinten drauf, dass ihr ein paar Bälle oder Beleber im Spiel bekommt. Das wäre auf jeden Fall richtig genial. Aber jetzt mal halt auch niemand so an der Pizza rum. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Au, euer Ramses. Ja, muss man halt mal nachgeben.